Kahn. Wir stellen zu unserem okay, danke schön, zwei Mönche. Diese geil. Soldaten zur Verfügung. So. Die Kirgisen. Haben wir? Jetzt, was geht als nächstes? Die nächste Sache wird die Reliquie sein. Und genau, wir sprechen mal kurz. Und zwar, jetzt wollte ich irgendwas sagen gerade. Was wollte ich sagen? Warte, ich hab's gleich. Wir können ja sowieso warten, bis die drüben sind. Das wird eine Zeit dauern. Was wollte ich denn sagen? Ach so, genau, das wird jetzt so ein bisschen Quest-mäßig. Also, zuerst mal mussten wir bei den Blauen, dass wir einen Mönch kriegen, den wir dann für die Grauen brauchen. Und das ist halt so ein Stück-für-Stück-Teil wird. Natürlich ist es stark abgespeckte Version von einem Stück-für-Stück-Teil, aber prinzipiell finde ich geil. So. Wir warten jetzt einfach auf die Reliquie. Ich bin mal kurz. Gib mir mal kurz 10 Sekunden, Kinder. 7? Was? So. Das ging fix. Das ging Magifix. So ungefähr. Die Frage ist immer noch, wo soll dieser Wolf sein? Oder warum hätten wir nicht sagen können, wo der Wolf ist? Unhöflich. Komm. Tempo, Kinder. Dumme Reiter blockieren die Reliquie. Idiotenbande. So, wer wollte die Grauen, ne? Hoppla. Thema. Moment kurz, warte. Ach, scheiße. So, sorry. Boah. Ist immer sehr ärgerlich. Warte, das muss ich doch da rauskriegen. Wenn in das... Also von dem Mikrofon dieses Metallgitter außen, wenn da was reinfällt. Also was ganz Kleines und du kriegst es nicht raus. Und ich hätte mal vielleicht auf OK drücken sollen, dass die Leute weiterlaufen. Ich Idiot im Hirn. Na klar, Tokaloni, das größte Messer da in der Schublade nehmen. Das wird sicher rausreißen. Danke. Die Klinge in der Hand. Versucht er das Mikrofon von seinen Qualen. Was? Och, bitte fickt uns doch jetzt nicht so, Mann. Habe ich keinen Bock drauf. Fühlt sich gerade wie so ein Doktor mit einem Skalpell, der gerade irgendwas mit unglaublichem Fingerspitzengefühl entfernen muss. Boah, Wahnsinn. Ich nenne die Folge die Live-Operation oder die Live-OP. So, warte mal. Reliquie absetzen. Okay. Ja, ich hab... Zum Kloster hab ich doch. Ist doch alles gut, ey. Okay, ich glaube, ich hab's verkackt bei denen. Ach, scheiß drauf. Dann muss ich die Euraten irgendwie anscheinend besiegen. Gut. Wenn ich muss, ne, dann muss eben. Ich hab die doch alle niedergemetzelt. Oder habe ich was übersehen? Ich weiß es nicht. Na gut, die Taichi Guts sind besiegt, also auf zu den Naimanen kurz mal. Das wundert mich trotzdem gerade. Warte mal kurz. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob noch irgendwo einer versteckt ist von denen. Ähm.
Ja, genau. Sorry. Okay. Nein. Oh, nur der Wolf. Okay, das ist schön. Das wollte ich zwar nicht wissen, aber... Ich habe doch irgendwo einen Grauen übersehen. Das gibt's auch gar nicht. Grau kann man auch unglaublich schlecht auf dieser Karte erkennen, da bin ich ehrlich. Grau richtig abgefuckt. Nein. Schafe. Nein. Boah, Alter. Nee, sorry. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht muss ich einfach das Kloster noch von den niederreißen und gut. Das könnte ich mir als einziges noch vorstellen, was zu tun ist. Boah, geht mir noch auf den Sack, ey. Danke. Meine Fresse. Okay. War auch ziemlich schlau, Togalumi. War auch ziemlich schlau. Man sollte vielleicht laden, bevor man den Marco Polo Cheat eingeben hat. So. Also, Ornu, der Wolf ist jetzt jeden. Das ist auch schön zu wissen. Hätte ich mich ja noch tot gesucht. Na, mal schauen. Obwohl, warte. Mach mal anders. Wir metzeln euch einfach nochmal nieder. So, ihr macht es nieder und ihr geht einfach mal dahinter. Jungs. Bitte das Kloster, danke. Aber eigentlich... Ah, scheiße. Warte, meine beiden Mönche sind down, ehrlich? Okay, das ist schlecht. Das ist so das Letzte, was passieren durfte. Okay, so, dann geht ihr nochmal dahinter. Und der Rest macht einmal Attacke. Einmal das Kloster niederreißen hier. Leichte Kavallerie, bombengefährlich. Brandgefährlich. Ja, der alte Handball-Nationaltrainer von Deutschland, der war auch brandgefährlich. Weil Heiner Brand hieß ja doch und... ach, scheiß doch drauf. Oder? Nee, das kann nicht sein. Es muss wirklich das Kloster sein, was ich niederreißen muss, weil sonst... Mir fällt sonst nichts anderes ein, bin ich ehrlich. Am Ende hätte ich die gar nicht niedermetzeln dürfen, ey. Die wird total abgefuckt. Halt dich mal kurz gegenseitig, bitte. Einmal Gruppen heilen. Dankeschön. Hört sich auch irgendwie pervers an, Gruppen heilen. Naja. Ich nehme das mal als... Weiß ich auch nicht, als welches ich das nehmen soll. Ich nehme das mal als auf geht's, die nächsten. Genau, und du den Wolf töten und dann haben wir das Ding auch geklärt. Und kommt ihr schnell durch? Ja, ihr kommt schnell durch, okay. So, mal schauen, was wir von euch so Schönes kriegen. Danke sehr. Weißt du, die haben ihr Wort gehalten. So muss das, Kinder, so muss das. Haben wir eigentlich noch ein Volk und was wir mit den Euraten machen sollen, weiß ich auch nicht. Ja, leben und leben lassen, ne? Soll mir recht sein. Warte mal, es geht so nicht. Können nicht diesen langsamen Mönch damit schleppen, es geht doch ziemlich auf den Sack. So, die Mönche platziere ich einfach mal da und der Rest macht mal Attacke hier.
diesen komischen Wolfstypen Hans Günther da, der sich auch für ein ganz besonderes hält. So, komm her. Hundi, Hundi, Hundi. Wuff, wuff, wuff. Oh, die Skelette. Die wir vorher schon sahen, die lagen auf dem Boden. Und es war ganz klar, dass dieser Wolf, der hat Angst gemacht. So, zack. 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 Ja, Wölfe leben in Rudeln. Kämpfen auch in Rudeln, klar. Ja, sehe ich ein, sehe ich ein. So, ich hab's jetzt eigentlich geschafft. Diese komische On Loose Down und ich bin der Sieger des Tages. So wie ich das hier sehe, ne? Also hoffe ich jetzt mal. So, Kinder, sag an. Ja, und jetzt? Was bringt mir das jetzt effektiv? Also ich meine, ich hab... Sag nicht ernsthaft. Ich hätte ihn nicht niederknüppeln dürfen. Boah, nee. Piss mich noch. Ganz ehrlich... Habe ich keinen Bock drauf. Speichern jetzt einmal. Und dann können wir das Ganze nochmal machen. Ah. So. Dann können wir die ganze Schafe zusammensammeln. Yay, Party, Party, Disco, Disco und so. Sechs. Hatte ich nicht mehr? Ich hatte doch viel mehr. Okay, die sind schon mal 6 Schafe. Ja, weiß ich. Ich bin der King, Digga. Ihr seid der große Anführer, Genghis. Aber der Winter war hart und unsere Krieger sind hungrig. Bringt uns 20 Schafe und wir werden uns euch anschließen. Go, wenn geht. Ihr verletzt seid, können euch unsere Mönche. Ich hatte doch irgendwo so einen Sechserstamm von Schafen. Wo sind die hin? Habe ich die schon den komischen Leuten da überlassen? Weiß gar nicht mehr. Wäre ungünstig, bin ich ganz ehrlich, ne? Aber dann hätte ich schon verloren, leider. Das würde mich wirklich abfucken, da bin ich ganz ehrlich. Und ich müsste im Notfall halt wirklich die hier einmal down machen. Also einmal komplett durchplätten. Komplett durchplätten, macht Sinn. Wo, was? Ah, okay, danke. Sind auch 2, ne? Musst du auch mal so sehen irgendwo. So sind meine Schafe. Wo sind... Hab ich die hier noch gar nicht abgeliefert, oder was? Anscheinend. Ja gut, ne, das ist natürlich, trifft sich gut. Sind wie 2 Scharfschützen, trifft sich gut. Ja, der Vergleich war auch wichtig und noch lustig, weil Schaf drin war. Und wir Scharfschützen und... Hm. Oh, weiß ich auch nicht, Kinder, weiß ich auch nicht. Aber nein, wie viel haben wir denn hier? 2, 3, 6. 10. Also brauchen wir noch... Okay, wir brauchen noch... Noch 10 Stück von den Viechern. Geil. Wir klammern uns jetzt bei euch da oben, da habe ich keinen Bock drauf hier. Zu suchen irgendwie oder so. Viel zu viel Arbeit. Warte mal, Bogenschützen. Greif mal den Wall an. Und wenn die durch sind, dann können wir die ja schnell niedermesseln, ist ja kein Problem. Ne, ihr macht weiter den Wald kaputt, das passt so, Kinder, das passt so.
Alles gut. Ach, ich... Ach, komm schon, wie billo ist das denn? Das kannst du auch wieder keinem weiß machen hier. So, dann machen wir euch einmal nieder. Dankeschön. Uiuiui, war das jetzt kompliziert hier. Komplikated oder warte, komplikated. Nein, nein, es sind nicht echt neun, es sind 9 Schafe. Uns fehlt ein Schaf. Ein verkacktes Drecksschaf, ey. Oh, okay, das, ja. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Na gut. So, dann haben wir euch einmal. Wir haben die blauen Eimer hier für unser tolles Mega-Team gewonnen, ey. Unser nächstes NBA-Team oder was? Und hier nochmal 3. Ach, leck mich doch. Kackspiel, ey. Es müssen noch irgendwann mal 20 sein, das kannst du mir noch nicht weiß machen jetzt, ey. Danke. Hab Dank, Roskan. So gütig, ey. Zu unserem Wort und stellen euch diese Soldaten zu. So. Also wir die Reliquie holen, 250 Stunden warten, das alte Prozedere. Ich sag da jetzt nichts zu. Boah. Und auch mein Arm fuckt mich auch gerade übelst ab, weil der tut weh. Und jetzt nicht von dem, was ihr denkt. Ausnahmsweise. Nee, Spaß. Und zwar ist es ja toll, wenn man sich nachts verliegt einfach. Weil sich in einer Nacht verlegen hat. Es hat nichts mit Verlegenheit zu tun. Haha, nein, Quatsch, ehrlich. Irgendwie auf dem Arm gelegen und dann, du hast Muskelkater davon. Oder Muskelkater, es tut halt weh. Und gar... Ja, der Übergang war wichtig hier. Ist klar. Nee. Und es tut dann weh und denkst dir am nächsten Morgen... Boah, Krankenhaus. Feuerwehr. Polizei. Rotes Kreuz. Blaues Kreuz. Ja, blaues Kreuz kann es auch nicht. Kann auch sein. Ne? Kannst du nicht wissen. Steckst du nicht drin. Habe ich gerade. Ah, klar, hauptsache erstmal die Windtaste drücken. Ah, ich bin wieder da. Ist alles gut, Kinder. Entspannt mal, nicht so rumschreien. Tugalunia, das ist alles unter Kontrolle. Ich meine, hey. Scheiße war's, ne? Zabla, laber mal nicht. Ach so! Ach so! Wenn die verbündet mit uns sind, dann können wir. Ja, klar. Schon logisch. Das hätte mir ja jemand früher sagen können. Und warum gerade die Aufnahme, warum ich die unterbrochen habe, weiß ich auch nicht. Ja, die Windtaste fickt uns doch irgendwann mal alle. Muss doch ehrlich sein. Gibt auch schlechte Seiten im Leben. Zum Beispiel die Windtaste, ja. Wer hat das erfunden? Warum hat der es erfunden? Und warum fand er es anscheinend so witzig? Dass er das standardmäßig gemacht hat. Scheiße. Nein, nein, nein. Nein, bleib hier! Okay, okay. So. So, und jetzt flüchten. Ja, das war die feine englische Art. Genau so macht man es. Bam, 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 bam. Babam, babababam, babam, babababam, bam, babababam. Oder so ähnlich ging die Melodie doch. Mit sinnlosem Text. Komm, genau, du heilst uns mal, du lieferst die Reliquie ab und... Warte, dann können wir zu den Pinken und sagen, was Party, was Sache ist und... Oh, dass ihr uns dieses Artefakt gebracht habt. Wir werden den Großkahn begleiten. Zu scheißfreundlich, ey. Was ist denn das? Ein Mangudai, ey. Man kann sich aber auch Namen überlegen, ey. Ehrlich. So, was wollten wir auch? Warte, wir müssen noch... Den noch sagen, wo Paddy ist und den, ja gut, kriegen wir locker hin. Dazu schicken wir euch mal hier hin.
Und irgend so einen komischen Reiter, den schick mal dahin, dass der uns da unsere Verstärkung abholt. Den schick mal dahin. Dankeschön, lieber Reiter. Sehr nett von dir. Hauptsache erstmal abspacken. Ja, das kann er. Ja, da hat er sich von Togaloni 1 LP einiges abgeschaut. Ja. Nur vom Meister gelernt. Vom Abspackmeister. Ja, schon klar. Boah, gib mir nicht auf den Sack, ey. Spaß, die Kinder. Mich anpissen könnte aber. Ich merke das schon. Ich sehe das schon. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Nee, Quatsch. So, der war eigentlich gar nicht live dabei, aber kann er trotzdem erzählen? Jawohl, kann er das. Jawohl. Schließen wir uns fern eurer Horde an. Apropos Horde. Und ich sitz wieder vorm PC, spiele AOE. Die Mongolen sind behindert, aber hey, muss auch irgendwie gehen. Ich sitze vorm PC, spiele AOE. Na komm, lass mal das lieber. Aber weil und AOE sich so toll reimt, das musste einfach mal sein. Das war auch mal verpflichtend irgendwo, Kinder. So, aber dann haben wir es endlich geschafft. Die Welt ist gerettet. Hier kommen die Men in Black. Was? Nein, aber trotzdem den Wolf, vor allem hier, weißt du, ein Wolf gegen am Ende 22 Krieger. Wird eng. Uiuiuiuiuiui. Ja, komm, wir töten nur diesen Ornlu-Typen da und der Rest ist uns egal. So, mal, okay, dann machen wir halt auch noch fertig, wenn ihr unbedingt wollt. Meine Fresse, ey. Sieht aus wie so eine Arena. Hier außen, die stehen so zur Belustigung und der Rest kämpft wirklich effektiv. Ja, wer kann, der kann, bin ich ehrlich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Ja, das ist das Ziel des großen Rolls. Wir schließen uns euch an, Genghis Khan. Und um unser Abkommen zu besiegen, schenken wir euch brennende Feuer. Wundervoll, der redet doch. Vier mongolische Stämme folgen nun dem Banner von Genghis Khan. Der Rest der Welt wird bald erfahren. Mitten unterbrochen im Satz, ey, altes Opferkind. Fast alle mongolischen Stämme wurden unter Genghis Khan vereint. Die Stammesanführer, die sich nicht zum Zusammenschluss bereit erklärte, ließ er bei lebendigem Leibe sieden. Jeden Tag spannen neue Männer den Bogen und ungeübte Hände halten die Standarte des Genghis Khan, das Jackschwanzbanner aus 9 Streifen hoch. Im Lager befinden sich nun mehr Männer und Pferde, als ich auf der gesamten Erde vermutet hätte. Beitene Bogenschützen und Lanzenkämpfer. Männer, bekleidet mit einem Kürass aus Leder und einer gesteppten Tunika. Sie alle blicken wie gebannt zur Rednerbühne auf, von der Genghis spricht. Der Großkhan bezeichnet sich selbst als Gottes Strafe. Die Männer jaulen wie hungrige Wölfe. Der erste Tag des mongolischen Reiches ist angebrochen. Warum? Warum reden die auch durch ihre Zähne so? Ja, Genghis Khan, übrigens das große Wolfsfell, wir werden uns euch anschließen. Ah, komm mal ehrlich, das hört sich doch behindert an. Boah, also weiß ich auch nicht, bin ich ehrlich. Was das soll wieder. Nächstes Mal ein Leben für die Rache. Boah, ich feier jetzt schon. Ich hab so Bock drauf, ey. Ich hab so unglaublich Bock drauf. Nee, Spaß, Kinder. Bis zum nächsten Mal und ciao.